Herzlich willkommen, liebe SCP-07-Fans, zu Jimmy Show. Heute zu Gast bei mir Sebastian Vasiliadis und Philipp Clément. Wir spielen heute das Spiel Sei kein Frosch. Wir suchen jeweils einen Mitspieler aus dem Team. Pro geschnipsten Frosch, der ins Gefäß hüpft, hier in das Gefäß, gibt es einen Hinweis auf die gesuchte Person. Wer zuerst die Person erraten hat, hat das Spiel gewonnen. Verstanden? So einigermaßen. Ja. Dann kann es ja losgehen. Ach, und der Verlierer bekommt eine nette Bestrafung. Ich würde sagen, Clément, du fängst an. Gerne. Schade. Abi. So. Du kriegst den ersten Hinweis. Hast du noch ein Pünktchen? Ah, ja, gerne. So, der erste Hinweis für dich. Die gesuchte Person kannst du mit beiden Füßen. Basi, du kannst weitermachen. Nur wenn du die Person hast, dann kannst du einfach zwischenrufen. Clément, du kannst weiter schimpfen. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn mir da keiner einfällt. Oder zu viele. Ich bin's nicht, das weiß ich. Nee, du bist auch nicht. Was ist los mit dir? Da kommt schon Hinweis Nummer 2. Ist ein Punkt. Und ein Punkt, genau. Stimmt. Die gesuchte Person ist in Essen geboren. Weiß nicht, du kannst lange weitermachen. Zwei Stück fallen mir ein, aber ich mach mal noch einen rein. Vielleicht war es ein Hinweis. Komm, Basi, komm. Ah. So. Oh, Clément. Hinweis Nummer 3. Punkt. Genau. Klare Sache. Also, die gesuchte Person hat dein Faible für ausgefallene Schuhe. Ja, dann würde ich sagen Lukas Böder. Kann ich revidieren? Lukas Böder ist es auf jeden Fall nicht. Nein. Aber ich muss ja fast schon treffen. Es muss auf jeden Fall treffen. So. Und wenn du jetzt nicht drauf kommst, dann höre ich hier auf mit der Tätigkeit als Moderator. Die gesuchte Person hat eine Rasenallergie. Ja, Marlon Ritter. Marlon Ritter, der heutige Gewinner, Philipp Clément. Glückwunsch. Gutes Spiel war sie, aber du bist der Verlierer. Gut gekämpft. Ja, gut gekämpft, draußen verloren. Glückwunsch dir. Für dich gibt es jetzt leider eine Bestrafung. Ich habe hier nämlich zwei sehr leckere Getränke. Ich werde nicht erzählen, was es ist. Du kannst dir ein Getränk mal anschauen, vielleicht mal dran riechen und eins dann unterschlucken. Manchmal ist es besser, wenn man nicht weiß, was es ist, weil man nicht riecht und einfach trinkt. Bei zu null eigentlich beide, oder? Wie wollt ihr es? Komm, den zweiten trinkst du auch. Ja, habe ich verdient. Stark, und wie hat es geschmeckt? Also das Gurkensaft. Und das andere? Das war, ich hätte Senfwasser gesagt. Ja, da kennt sich einer aus. Stark. Hat mich gefreut. Mich auch. Vielen Dank. Clément. Der verdiente Gewinner. Gutes Spiel. Vielen Glückwunsch. Ja, das war's auch mit der nächsten Folge von Jimmy Show. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, SCP-07-Fans. Ciao.